Ich möchte jetzt zeigen, wie ich mit Hilfe der Molecular Workbench die Aggregatzustände im Teilchenmodell simulieren kann. Wie die Oberfläche so ungefähr funktioniert, habe ich ja schon gezeigt. Wir öffnen als erstes natürlich eine neue Oberfläche, neue leere Seite und geben ihr den Titel so. Man kann ja vorne dran und hinten dran Text auch schreiben, wo also die Schüler zum Beispiel Arbeitsaufträge bekommen. Das will ich jetzt hier nicht machen. Mir geht es jetzt also mehr um die Simulation. Wir fügen uns einen einfachen Modellcontainer ein und ändern deren Größe, denn dessen Größe, denn das ist nicht gerade so eine praktische Größe hier. Dazu müssen wir also das Ganze hier einstellen. Das hat also jetzt nichts mit dieser Workbench außen herum zu tun. Dazu gehen wir auf Access Model Properties. Man sieht hier die Werte von der Breite und der Höhe. Und ich ändere mal das Ganze auf, wir probieren mal 40 und 50. Diese anderen Einstellungen hier, die ich habe, müssen eigentlich nicht verändert werden. Das ist wichtig für später. Das Leonard-Jones-Potential hat was mit der Anziehung der Teilchen zu tun. Das spielt jetzt aber keine so große Rolle. Also erstmal noch nicht. Ich erkläre später noch was dazu. So, ich denke, das passt ja gerade hier drauf. Ist das also okay? So, jetzt möchte ich Teilchen einfügen und dazu möchte ich mal auf die Werkzeuge hier oben verweisen. Und zwar gibt es hier zunächst mal vier verschiedene Arten von Teilchen. Sie nennen es fiktive Elemente 1, 2 und 3, 1, 2, 3, 4 und die haben Symbole NT, PL, WS und CK. Die werden immer größer, man kann aber die Größe in gewissem Maß auch selber stellen. Ich nehme mal das Element Nummer 3. Ich könnte jetzt hier einfach etwas immer wieder anzeichnen. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Zum einen dieses hier. Duplicate the selected object. Das geht dann so, dass ich das Werkzeug auswähle, das Objekt anklicke, festhalte und zur Seite ziehe. So kann ich also ein Objekt, vor allem wenn ich es eben irgendwie verändert habe, leicht kopieren. Es gibt aber außer diesen paar Werkzeugen hier noch viel mehr. Und das ist das Wichtigste, nämlich unter Tools, Werkzeugen, kann ich hier meine Werkzeugleiste selber verändern, also selber einstellen. Und da finde ich dann eben alle Werkzeuge, die ich sonst noch brauche. Hier sind die drei Werkzeuge zum Erstellen dieser fiktiven Elemente 1, 2, 3, 4. Und hier gibt es eben auch noch mehr. Unter anderem zum Beispiel kann ich gleich eine ganze Menge eines Elementes auf einmal erstellen. Also zum Beispiel dann eben so. Schauen wir mal, was passiert. Wenn ich jetzt das starte, das ist also ein Knopf zum Starten. Man sieht, dass die Teilchen hier ziemlich im Raum schweben. Sie bewegen sich ein bisschen. Dass diese Teilchen hier unbewegt sind, hat damit zu tun, oder scheinbar unbewegt sind, hat damit zu tun, dass die Gravitationskraft standardmäßig erstmal ausgeschaltet ist und die Temperatur ist ja relativ niedrig. Ich kann zum Beispiel diesem Schieberegler, der am Anfang hier ist, die Temperatur etwas hochsetzen. Und man sieht, dass die Teilchen dann eben herumschweben. Ehrlich gesagt finde ich diesen Schieberegler recht unpraktisch, deshalb möchte ich ihn entfernen. Dazu muss ich das Ganze erstmal anhalten und kann hier oben auf das Kreuz das entfernen. Ich werde das später so machen, dass ich hier außen einen Schieberegler einstelle, der ein bisschen größer ist, mit dem ich das besser verstellen kann. So, schauen wir uns noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten an. Erstens mal das hier unten. Es handelt sich hier auch um einen Recorder, also ein Aufnahmegerät, denn ich kann in der Simulation bestimmte Dinge aufzeichnen, um sie dann vorzuführen. Das möchte ich gar nicht haben. Ausstellen kann ich das, indem ich hier auf Optionen gehe und da Disable Recorder anwähle. Das ist also da unten der Recorder. So, und dann habe ich nur einen Knopf zum Starten und zum Zurücksetzen. Des Weiteren, vielleicht
gefällt einem das Aussehen dieser Kugeln hier nicht so, da gibt es eine Möglichkeit, etwas am Aussehen zu ändern, und zwar hier unter Option Show View Options. Und zwar kann ich da zum Beispiel einen 3D-Effekt erzeugen. Da steht J-Mole hinter. Das hat damit zu tun, dass hier ja auch schon J-Mole eingebaut ist. Und hier wird eben im Prinzip die Grafikanzeige von J-Mole verwendet, um diese Teilchen eben anzuzeigen. So, nun möchte ich mir noch. Möchte ich Ihnen noch zwei Möglichkeiten zeigen, wie ich die Eigenschaften dieser Teilchen hier verändern kann. Die eine ist, dass ich hier oben auf das Element draufklicke, und zwar doppelt auf diesen Knopf dafür. Und dann erscheint mir ein Fenster, wo ich diese Leonard-Jones-Interaktion einstellen kann. Ich möchte das kurz versuchen zu erklären, was dieses Bild hier bedeutet. Es ist eine Potentialkurve, also Potential im Sinne von, wie bewegt sich das Teilchen? So verstehe ich es jetzt mal. Wenn es physikalisch nicht ganz korrekt ist, möge man mir das verzeihen. Es gibt hier einen tiefsten Punkt, den ich auch, wie man hier an dem Kästchen wahrscheinlich erkennen kann, verschieben kann. Dazu gibt es Folgendes zu wissen. Dieser tiefste Punkt hier steht ja für einen bestimmten Wert von R. Das ist, glaube ich, der Abstand der Teilchen. Und zwar vom Mittelpunkt wahrscheinlich aus der Teilchen. Dieser Abstand steht für die Situation, dass diese Teilchen sich weder anziehen noch abstoßen. Also in dieser Entfernung würden die Teilchen in einem ruhigen Zustand zueinander stehen. Wenn sie einen kürzeren Abstand haben, stoßen sie sich ab. Wenn sie einen größeren Abstand haben, ziehen sie sich an. Jetzt gibt es noch hier Energie auf dieser Y-Achse, und dieser Wert, je tiefer diese Kurve oder dieser untere Punkt ist, diese sogenannte Potentialmulde, desto stärker ziehen sich die Teilchen an. Wenn ich also dieses ganz nach unten ziehe, habe ich Teilchen, die sich sehr stark anziehen. Hier oben habe ich Teilchen, die sich nicht sehr stark anziehen. So. Das kann ich also verändern. Ich kann es entweder halt so einstellen oder hier. Übrigens, die Größe oder die Entfernung hat was damit zu tun, wie groß die Teilchen sind. Ich finde das jetzt nicht so ganz optimal, aber es hat nun mal also damit zu tun mit der Größe. Ich kann die Größe also nicht separat einstellen. So, also das wäre die Größe und die Anziehung der Teilchen untereinander. Weitere Eigenschaften kann ich hier über das Teilchen einstellen, wenn ich rechts auf ein Teilchen klicke. Da gibt es hier den Dialog Properties. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, zum Beispiel die Farbe zu verändern. Vielleicht ein bisschen grell oder einfach grau. Mal wieder zurück zu blau einfach. Hier sind noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Ladung, kann Plus oder Minus eine ganze Zahl sein. Ich denke aber, die restlichen Sachen brauchen wir erstmal noch nicht. Wenn ich hier das jetzt nochmal laufen lasse, sieht man ja, dass die Teilchen alle schweben oder vorhin ja auch geschwebt haben. Man sollte vielleicht auch noch Folgendes einstellen, dass man nämlich Gravitation eingestellt, dass also die Teilchen nach unten fallen, wenn sie nicht mehr schnell genug sind. Und dazu kann ich hier unter Edit External Fields Gravitation, also die Gravitationskraft, anschalten. Unter Apply, so, da sieht man schon, wie sie sich verhalten. So, das Ganze dann schließen. Nun möchte ich aber einen Schieberegler einfügen, mit dem ich die Temperatur ändern kann. Dazu setze ich den Cursor hinter mein Modell. Und da möchte ich jetzt also einen senkrechten Schieberegler einbauen. Ich gehe auf Insert und finde hier unter Standard Controller zum Beispiel den Slider. Das ist also ein Schieberegler. Zunächst mal, hier kann ich die Größen einstellen, Upper und Lower Bound, das sind die Maximal- und Minimalwerte.
Was wichtig ist, ich muss hier mein Modell aussuchen mit oder das ich steuern will mit diesem Schieberegler. Es gibt nur eins und deshalb ist es hier das Eingestellte und dann kann ich hier aussuchen, welche Eigenschaft ich verändern kann. Zum Beispiel hier die Temperatur eben. Hier steht der momentane Wert, irgendwas ist da nicht ganz richtig. Ich setze einen Werte von 0 bis, sagen wir mal, 3000 und 100 Schritte, dass ich also stark variieren kann. Breite, Moment, vertikal, Breite, da muss es weniger breit sein, vielleicht 100, dafür soll es aber 500 sein. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Ich kann das also immer noch nachträglich ändern. Und hier sieht man, habe ich jetzt einen Schieberegler, den ich verändern kann. Probieren wir gleich mal aus, ob es funktioniert. Ich setze mal den Schieberegler nach unten. Und dann tun also die Teilchen sich sehr schnell langsamer bewegen. Kann sie also noch weiter abkühlen. Und man sieht, dass die Teilchen dann immer langsamer bewegen. Jetzt sind sie noch etwas unruhig. Ich möchte ja vielleicht zeigen, dass also bei bestimmten Temperaturen die Teilchen sich also kaum noch auf ihrem Platz bewegen. Dazu müsste ich dann diese Leonard-Jones-Einstellung vornehmen. Das ist ja Nummer 3, also Doppelklick hier drauf. Ich schiebe den Wert hier jetzt mal nach unten. Und wenn ich das jetzt wieder starten lasse, sieht man, dass die Teilchen sich jetzt also etwas besser anordnen. Was ich noch gefunden habe, ist eine Funktion, die sich nennt Heat Bath, also Wärmebad. Und zwar kann ich das hier anschalten unter Toolbox Heat Bath. Ich habe es eben schon mal angeschaltet, als kurz der Rekorder aus war. Entweder ausschalten oder eben anschalten. Ich kann da auch die Temperatur einstellen. Und aus irgendwelchen Gründen auch immer verhalten die Teilchen sich ein bisschen anders, wenn halt dieses Wärmebad ist offensichtlich, passt sich da die Temperatur besser an. Auf jeden Fall, man sieht, obwohl ich jetzt den Schieberegler hier schon wesentlich höher habe, zappeln die Teilchen nicht mehr so rum, wie ich es vorhin hatte. Und ich muss auch eine stärkere Temperatur einstellen, bis sie sich überhaupt ein bisschen bewegt. Ich zeige noch mal kurz, wenn ich wieder hier diese Einstellungen verändere, jetzt die Potenzial Mulde, die Tiefe der Potentialmulde nochmal verändere. Und dann sieht man, dass bei den Temperaturen dass der Stoff schon gasförmig wird, schon fast oder zumindest teilweise. Die Teilchen sich einfach so schnell bewegen. Müsste ich eventuell verändern. Ich könnte auch die Masse verändern, indem ich hier zum Beispiel so ein Teilchen anklicke. Und wo haben wir es denn? Properties. Wenn ich zum Beispiel die Masse verringere, wird das Teilchen wahrscheinlich auch leichter nach oben fliegen. Da sieht man jetzt, dass es also viel schneller sich bewegt. Ich denke, man sollte, gerade wenn man alles zeigen will, also alle Aggregatzustände, ein bisschen weniger Teilchen nehmen. Hier ein paar löschen mit dieser Bereichsschere. Und dann kann man das auch besser erkennen. Im Prinzip muss man gucken, wie man das Ganze ein bisschen zueinander einstellt. Die Teilchenmasse, die Anziehung der Teilchen, das Gewicht und welchen Temperaturbereich man nimmt, um halt die Aggregatzustände richtig simulieren zu können. Etwas, was ich auch schon ausprobiert habe, ist, dass ich im gleichen Modellcontainer, den ich halt wesentlich breiter gemacht habe, dann verschiedene Teilchen reingesetzt habe, deren Eigenschaften unterschiedlich sind. Und ich habe dann zum Beispiel hier als Werkzeug etwas gefunden. Wo haben wir es denn? Das ist, glaube ich, wo haben wir es hier? Ah, hier, ein Rectangular Obstacle. Das ist sowas wie rechteckige Grenze. Wenn ich die da einstelle, dann würden die Teilchen dran abstoßen und wieder elastisch zurückspringen. So kann ich zum Beispiel Bereiche abgrenzen und dann verschiedene Teilchen nebeneinander betrachten. Soweit zum ersten Beispiel. Ich würde sagen, probieren Sie es einfach auch mal aus und ich werde weitere
Beispiele Ihnen noch zeigen.